Nordthailand stellen sich Geschäftsmann Charlie und seine Internetliebe Natter immer wieder dieselbe Frage. Wer ist hier der Boss? Da hast du mir gesagt, ich bin Chefin hier. Nicht dein Land, nicht vergessen. Ihr Land ist jedoch zu Charlies Leidwesen nicht immer nur Land des Lächelns, sondern auch des Öfteren Land der Lügen. Fangen wir mal damit an, dass sie ja gesagt hat, sie wäre 44 Jahre. Stützt jetzt aus, dass 53 ist. Und hat sie halt dann ausgestellt, dass das Restaurant letztendlich nicht ihr alleiniger Besitz ist. Charlie dürfte aber gerne seinen ganzen Besitz in ihr halbes Restaurant stecken. Er hat mir gesagt, okay, alles werde besser, wenn er da sind. Ich bin der Musikant mit Taschenrechner in der Hand. Wichtig ist große Taschenrechner. Große Taschenrechner, viel Geld. Ja, und davon kann man ja nie genug haben. Also, Natter. Ich wollte haben ein Haus. Und er hat gesagt, ja, wir kaufen, wenn ich bin da. Natter hätte also gerne ein Haus von Charlie. Weiters möchte sie, dass der vermögende Österreicher in ein Grundstück investiert und sie gemeinsam ein Geschäft führen. Gemeinsam im Sinne von, er zahlt, sie führt. Ja, hier gibt es schon wieder ein Grundstück. Ja, Grundstück, aber nur Mieter, aber nicht verkaufen da. Nur Mieten kann Mieter, man das. Ja, Mieter. Kannst du teilen da? Warum weißt du, was da von Grundstück vom? Ich sehe ein freies Grundstück, also nehme ich an, dass ein Grundstück. Ja, Grundstück. Da weißt du, ich kann alles lesen, aber ich möchte nicht, dass du das weißt. Okay. Weil ich will durch dich überprüfen, was du mir erzählst. Und erzählen tut Natter so einiges. Etwa, dass sie noch nie in Europa war und Deutsch nur an der Uni fließend gelernt hat. Scheinbar samt Spezialfach Weihnachtsmarkt. Nutella oder so, dieser Nutella-Kleb, genau wie bei eurem Weihnachtsmarkt, weißt du? Hast du Kleb gemacht, ne? Die Kleb? Aber wie weißt du, was bei unserem Weihnachtsmarkt ausschaut, wenn du noch nie in Europa warst? Im Zeitung hab alles das. In Zeitung? Ja, oder YouTube oder so. Aha, schaffst du das alles? Ja. Hab ich eine Freundin, sie wohnt in Frankfurt und hat sie gesagt, heißt der Name Weihnachtsmarkt, hat sie so mir gesagt. Immer wieder bemerkt Charlie bei Natters Ausführungen Ungereimtheiten, die sich dann auch immer wieder als Unwahrheiten rausstellen. Naja, gewusst wie? Ich kann nur einfach eingeben. Ich wollte wissen, wie Weihnachtsmarkt im Ausland oder in Germany, in Österreich oder in Kom, alles kann sehen. Aha. Wir haben über dieses Thema gesprochen. Sie hat es mehrmals verneint, dass sie noch nie in Europa war, auch noch nie mit einem deutschen Mann was zu tun gehabt hat. Ich möchte ihr glauben. Da bin ich mir nicht so sicher. Ich bin mir schon ein paar Mal nicht so sicher gewesen, ob so die Wahrheit wirklich da ist oder ob es eine gemachte Wahrheit ist. Nach 2 Jahren Fernbeziehung fand sich Lydia in einer eher einseitigen Liebesbeziehung wieder. Nach klärenden Gesprächen über eine gemeinsame Zukunft in Österreich ging ihr Makel aber plötzlich nicht nur einen Schritt auf sie zu, sondern sogar auf die Knie. Will you marry me? Yes, I will marry you. Can I put it on? Doch wer A sagt, muss auch B sagen. Ring anstecken, ohne Ding reinstecken? Ich kann ja nicht damit leben, dass der Mann einfach irgendwie keinen Sex von mir will. I don't want this kind of relationship with you. Von dem her ist es mit dieser Verlobung eigentlich, glaube ich, ich habe ihm dann den Ring einfach zurückgegeben. Mir ist es ein bisschen ein Rätsel, wie es weitergehen soll. Ich weiß jetzt noch nicht, wie weit er eher Distanz suchen wird zu mir oder ob er es doch noch da bleiben wird, das ist mir für mich offen. Ja, ich will jetzt nicht weiter so tun, als wären wir jetzt irgendwie gemeinsam oder so irgendwie. Also das ist mir jetzt eher fern. Ja, ich will mich als freier Mensch fühlen. Ja. Seitdem sind eine ganze Nacht und ein halber Tag vergangen. Lydia ist immer noch ein freier Mensch und wieder am Strand unterwegs.
Die Traurigkeit ist weg. Die ist wie verflogen, seit ich mich ausgesprochen habe irgendwie. Und ich verstehe mich ja so total gut mit ihm. Ja? Also ich denke, warum sollte ich das jetzt ignorieren einfach auch, ja? Aha, die Aussprache war's. Darum geht's ihr wieder besser und sie steckt nur noch die Füße und nicht mehr den Kopf in den Sand. Lydia schuf Klarheit. I don't understand why you don't want sex from me. And this is the reason why probably I feel sad, you know? I don't want to just go into a relationship just for visa issues and just for this and just for that. I live in the ganja world and you live in the alcohol world. Das waren klare Ansagen. Da gibt's keine Zukunft, weil zu unterschiedliche Welten aufeinander prallen. Na, meine Gefühlswelten, das ist halt immer so die Frage, soll ich jetzt immer nur meinen Gefühlswelten folgen oder soll ich mir ja vom Kopf her mal für was entscheiden? Und ich denke, die Entscheidung, die habe ich eigentlich für mich schon vor längerer Zeit gefällt, dass ich mit ihm sein will. Hä? Mit ihm sein will. Moment, was? Ein neuerlicher Sinneswandel? Denkt Lydia nun doch an eine Zukunft mit Markel? Weiß er das auch? Marwan, wer ihr bin? Where you been, yeah? A bit by myself and thinking about myself. A woman without a man is not the best. Not the best. Mm. It's not complete. Mm-hmm. Mm. Wir haben gestern einen wunderschönen Abend verlebt einfach. Er hat so getanzt mit mir, wie noch nie ein Mensch mit mir getanzt hat einfach. I was thinking, after last night, no man was dancing ever with me like you. Und ja, wir hatten natürlich dann auch guten Sex in dieser Nacht. Ah, daher weht der Wind. Markel wurde zum Stehaufmännchen und Lydia glücklich. How are you feeling today? Very good. The sadness is gone. Yeah? Mm-hmm. That's good. I don't know. Keine Ahnung, vielleicht liegt es am Sex. The tension was rising up a little bit, so. Es gab Spannungen zwischen uns. Ich habe das Feuer löschen müssen. Einfach runtergehen und sie spüren lassen, dass es funktionieren kann. You know, it can work, you know. Time will come to tell everything, right? Right? Time will tell everything. Das ist einfach irgendwie, es muss einfach passen zwischen mir und dem, diesem Mann, mit dem ich bin irgendwie. Und das Gefühl habe ich jetzt einfach wieder gekriegt von ihm. Und Gott sei Dank nimmt er mich ja immer wieder so an, ja. Also das ist halt das, was ich immer denke dabei. Weil wir hatten ja schon einmal so einen Moment, dass ich gehe jetzt und ich verlasse dich und so. Aber er nimmt mich dann auch immer wieder an und zurück. Und mir kommt vor, jedes Mal liebt er mich dann nur ein bisschen mehr, ja. I took my ring back this morning. Yeah. And I think I want to keep it an engagement between you and I. Okay, that would be nice. She took the ring. Sie hat den Ring wieder, also denke ich, sie ist bereit, weiterzumachen. Status quo, verliebt, verlobt, verheiratet, oder? Ja, also verlobt, ja. So, ready for the proposal? Hm? Ready for the proposal? What is the what should we propose again? Good. No, same. For the party? You accept it. Yes, I do. That's good. Mm-hmm. That's good. Also ich denke mal, ich würde das schon gerne wagen. Ah, es ist, heiraten, ich meine, das ist halt ein Abenteuer im Leben irgendwie. Wird's, ich meine, aber das hat mir nie die Garantie, ob es dann wirklich im Endeffekt passen wird für immer oder was auch immer das. Aber es passt jetzt auf alle Fälle sehr gut. It's lovely. Es ist wunderschön. Wir haben Spaß, sind glücklich. Wir verbringen die Zeit mit Tanzen, umarmen uns, schmusen. Es ist großartig. Ich weiß nicht, wir haben ein bisschen Entspannung braucht, glaube ich, irgendwie. Und wir haben Spaß miteinander gehabt. Also ich denke, das ist gut. Sehr gut sogar. Jetzt im Moment fühlt sich alles total richtig an, ja. Schon nach der ersten Umarmung war es um Flexi geschehen und sie machte ihrem Harry kurzerhand einen Antrag. Now you see me. You want to marry me? Yes, I want to marry you. Promise. Ob schwer von Begriff oder einfach schwerhörig,
Harry konterte mit einem eigenen Antrag. You want to marry me, yes or no? Yes. Ohne Wenn und Aber durfte sich Flexi gleich einen Ring aussuchen. Die Flexi hat ausgewählt und hat mir das erklärt, dass das ein typischer Hochzeitsring ist, für den sie sich entschieden hat, und der andere wäre ein Verlobungsring. Wie auch immer, die beiden haben es eilig und wollen sich gleich in diesem Urlaub das Ja-Wort geben und ihre Liebe besiegeln. Ich freue mich schon sehr auf die Hochzeit. Und dann kann ich Harry das Ja-Wort geben. Partylöwe Harry sagte früher zu jedem Umtrunk Ja. Doch mit Flexi an seiner Seite gibt er sich neuerdings geläutert. Heute haben wir den Tag vor der Hochzeit. Wir werden nun einfach gemütlich ein bisschen das auf uns zukommen lassen. Vielleicht ein bisschen Musik als Umrahmung und einfach gemütlich essen, gemütlich was trinken. Blöd nur, dass Reisebegleitung Carlo noch nichts vom neuen Lebenswandel weiß und voll auf Polterabend eingestellt ist. Ja, jetzt war. Hi. Grüß euch. Hallo, hallo. I miss you. Wie geht's euch? Yesterday I miss you. That's like, yeah. I miss you. That's funny. Yeah. I take place. Oh, yeah. Ja, jetzt wollt ihr was trinken? Ich hab was mit. The good proviant. Oh, okay. Oh. Yeah, that's for Flexi. Only for Flexi. Only for Flexi. It's okay now. Jetzt gerade ist es in Ordnung, denn heute Abend machen wir Party. Aber danach ist Schluss damit. Ich bin die Chefin. I'm the boss. We lost our photographer yesterday. That's you. Because of this, he was a little bit surprised. Because we talked here before that you are shooting some photographs from us. Mm-hmm. And then it was difficult because always with the selfies. Gestern habe ich die zwei Tüteltäubchen einmal allein lassen. Hab mir auch für mich mal gedacht, jetzt musste mal ein bisschen die Umgebung anschauen und die zwei nicht stören. Und ein bisschen vorgefühlt, das für den Polterabend. So haben wir ihn. Machen wir heute an, oder? Ja, eh ist zwei. Ja, genau. Nix da. Ich trau mir nicht. Ich komm dort hier als Tunte. Als Ladyboy? Ja. Harry als Ladyboy. Das wär's. Darum sag ich, dass ich nicht dabei bin. Haraldine ist dabei. Selbst als Ladyboy hätte ich gute Chancen mit meinem Charme. Ihr doch Englisch. Ja. I'm here. Never understand you. Maybe you tell me. Our secrets we wanted. After you have a buyer there, and then you sell me, I never understand. No, he wants to sell me. Nobody buy you. Me. Ja, gut. Me, so many. Thanks for the compliment. 20 bucks. I think you will go to the water today. I see you. Also auf den heutigen Abend freue ich mich sehr. Beim Patong Beach hat man. Ich habe das schon gehört, mit dem, dass das sehr interessant sein soll. Besonders für Single-Männer. Wie es dann mit uns ablaufen wird, wenn dann die Liebe dabei ist. Also kann man gut vorstellen, dass das sicher lustig wird. Also, ja. In Senegal ist für Uschi und ihren Umsi der Tag der Hochzeit angebrochen. Heute ist unser großer Tag. Und mir geht's perfekt. Und komischerweise bin ich überhaupt nicht aufgeregt im Moment. Im Auto hat sie zu mir gesagt, genieß deine letzten Stunden als unverheirateter Mann. Ich habe eigentlich vorgestellt, gestern noch, dass ich nicht schlafen kann, aber ich habe geschlafen wie ein Murmeltier. Und ich habe keine Ahnung, warum ich so ruhig bin. Ich habe gestern nicht so gut geschlafen. Ich habe nur an die Hochzeit gedacht, dass es was Besonderes ist und sich mein Leben dadurch verändern wird. In my life, ja. Beim Betreten der Hochzeitslocation sieht das Brautpaar nun auch erstmals den bereits festlich geschmückten Innenhof. Wow, Umsi, look. But now it is, wow, cool. It is so, but they are making it up. Higher. Uh-huh. Yeah, higher. Uh-huh. They are making it higher when they finish making the job. Yeah, uh-huh. Jolie. Très jolie. You like it? For my family is
Auch für meine Familie ist das ein schöner Tag, weil ein Familienmitglied heiratet. Denn hier im Senegal ist es sehr wichtig, wenn man heiratet. Und vielleicht kommen auch viele Freunde, um bei mir zu sein. Das wäre schön. Es soll ein froher Tag für jeden werden. Hi. Hi. Junge. Everything is fine. Okay. Bin jetzt voll neugierig, wie das Ganze abläuft. Ne? Dass seine ganzen Verwandten kommen, die er teilweise auch schon ein paar Jahre nicht gesehen hat, die ihn nicht kennen. Und lass mich überraschen. Viele Gäste bedeutet auch viel Essen. Es ist Zeit, Opfer zu bringen. Letzter wird auf jeden Fall das Schaf geschlachtet. Für Umseher und seine Verwandten ist das ein sehr großer, glaubensbedingter Akt. Ne? Ob ich hinschaue, glaube ich nicht. Aber ich bin ruhig. Nicht so wie beim Kaufen. Ja? Beim Kaufen kämpfte Uschi noch mit den Tränen. So ungewohnt war für sie die Verbindung zwischen dem lebenden Tier am Markt und dem toten Fleisch am Teller. It's not funny. Now you know it's something very, very, very important in our religion that you have to make sacrifice for something and this and this and this. Okay? Huh? Yes. Das Schächten des Opfertiers überlässt Bräutigam Umsi dann aber einem seiner besten Freunde. So wichtig ist ihm dieser heilige Akt doch nicht. Ich denke, es ist Musa, der das Schaf tötet. Ich mache das nicht. Nein. Musa kann es töten. Generell bleibt Umsi dem Ritual lieber fern, während die österreichische Delegation der Opferzeremonie beiwohnen soll. Einem für Europäer doch ungewöhnlichen Schauspiel. Was mich eigentlich gewundert hat, das Schaf wurde nicht irgendwie betäubt, sondern der hat da mit einem stumpfen Messer die Kehle durchgeschnitten, bis das Schaf dann endlich zum Anbluten angefangen hat. Und hinterher hat er dann dem Schaf das Genick gebrochen. Das Schaf hat sein Schicksal ereilt. Es wird nun zerteilt. Fragt sich nur, warum Umsi den für ihn doch so wichtigen Teil der Hochzeit ausließ. Cool. Yes. Huh? Why are you not here? Er wollte unbedingt, dass ich dabei bin. Ja? Hat mir nur beim Schafkaufen gesagt, ja. Warum ich weine und hin und her. Und das ist der Brauchtum und das ist ganz normal und das ist eine große Ehre für mich. Ja? Und er hat sich hinter dem Zelt versteckt. Uschi ist schon etwas verwundert über den plötzlichen Sinneswandel ihres Zukünftigen. Das war der letzte Blick, habe ich geschaut. Gerald, wenn du da jetzt hinschaust zum Fleisch, was fällt da? An was erinnert dich das? Fürs Gulasch, ne? Als Uschi damals im Senegal ankam, wollte sie ihrem Liebsten herzhaftes Gulasch kochen. Ich weiß nicht, ob ich das überhaupt essen kann. So viele Leute. Ich bin froh, wenn ich wieder weg bin. Beim ersten Mal war ich schockiert über das. Ne? Ich hätte von dem Fleisch kein Gulasch gemacht. Das hätte ich nie verkocht oder gegessen. Aber mittlerweile habe ich mich daran gewöhnt. Und ich werde es trotzdem essen. Na dann, Mahlzeit. Natter hatte sich letztens für Charlie umgezogen. Er sich sogar ausgezogen. Der Rest war ehrliche Handarbeit. Ich weiß auch, dass sie noch mehr drauf hat. Mir ist bald das Massageöl und verschiedene andere Utensilien noch besorgen. Und dann wird es doch eine sehr interessante Nacht werden. Am darauffolgenden Morgen lässt Charlies Nachttisch mit Elektrozahnbürste und Massageöl eine ungewöhnliche Nacht erahnen. Ist er zufrieden, der Spritzbär? Wir waren sehr, sehr müde. Wir haben dann sehr viel gekuschelt. Aber wir haben dann noch keinen zweiten Spritzakt vollzogen. Haben wir gesagt, das machen wir dann heute. Splish, splash,
Erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Immer noch möchte Nata, dass Charlie in Udon Thani in ein Grundstück investiert. Sie wittert große Zukunftschancen und Geschäftsmann Charlie lässt sich ja immer wieder gerne zu abenteuerlichen Spritztouren überreden. Was einen konkreten Preis, was das Grundstück kostet, habe ich noch nicht bekommen. Ich habe zwar mal was gehört, dass es um die 9 Millionen Baht kosten soll. Von den Quadratmeter variiert es ja dauernd hin und her. Schatz! Ja, bitte? Komm mal. Und was meinst du? Sollen wir hier in Udon Thani wirklich was machen? Ja, wenn geht. Bei dir geht immer alles. Nee, nicht alles. Leben möchte ich nicht in Udon Thani. Wenn wir in Udon Thani was machen, dann nur, weil sie halt da ist, vielleicht geschäftlich, dass wir irgendwas machen. Aber mein Wunsch war von Haus aus immer in eine Urlaubsdestination von Thailand. Was willst du für Business machen? Gebäude. Gebäude? Gebäude zum Vermieter. Aha. Oder zum Verkaufen etwas, zum Lebensmieter oder so. Aber kann man gut leben auch, wenn du kommst nicht mehr oder so, weißt du? Ja, du meinst, ich soll nicht mehr kommen, soll ein paar Millionen da lassen, dann kann ich gehen. Nein. Dann hast du ein schönes Leben, brauche ich nicht mehr kommen. Ihre Verständnis zufolge, was ich so gehört habe, denkt sie, na ja, wir schauen uns das an, in 2 Tagen soll ich jetzt das Geld schicken. Ich habe jetzt nicht 9 Millionen da in den Koffer drinnen, weil ich wollte in erster Linie die Nata kennenlernen, die Möglichkeiten, die wir haben. Und solche Sachen, das macht man nicht in 24, 48 Stunden. Jetzt haben wir, schau mal, jetzt haben wir die erste Nacht gehabt gestern. Gut. Erste Nacht. Okay, erste Nacht. Und? Heute kommt zweite Nacht. Ja. Erste Nacht war schon mal da. Erster Tag, wo wir zusammen waren, war schon mal ganz gut. Okay. Aber das muss noch viel besser werden. Ja klar, wenn du nicht schwach. Gestern war du bist schwach. Nicht schwach. Schlafen. Na gut, jetzt schauen wir heute, wie geht das weiter, damit ich auch Freude habe. Damit ich nicht nur als Investor hier auftrete, weil da kann ich mir irgendeine andere Frau auch nehmen, mache ich Kontrakt und mache ich Investition und kassiere ich alle Monate meine Gage. Da brauche ich nicht eine Liebe hier haben. Verstehst du? Das musst du natürlich auch. Wenn das größer und weitergehen soll, muss da noch ein bisschen etwas kommen.